Ich bin hier gerade schon wieder an interessanten Sachen dran. Und zwar wurde der Den Sport gerade anscheinend gescammt von einem Supreme. Das ist ganz spannend. Ich hoffe, der schreibt noch den Namen zurück. Und ich möchte ein bisschen mal wieder gucken, was abgeht. Heute mal auf CB15. Der Tsuyaki verschenkt zum Beispiel gerade Sachen. Ich guck mal nach, Freunde. Ich glaube, da könnte die erste kleine PH-Falle sein. Wir gucken. Nö, hier ist keine PH-Falle. Das ist schon mal gut. Hallo, Tsuyaki. Was kann man bei dir denn machen hier? Ich guck mich hier gerade mal um. Gold 5 pro... Ich will aber was geschenkt haben. War dabei. Ich will was geschenkt haben. So, mal sehen, ob der mir zurückschreibt. Und ich schreibe auch nochmal dem Den Sport. Wie heißt der Scammer? Bitte sag es mir. So, vielleicht sagt er uns das noch. Und was macht der jetzt hier? Der geht hier an eine Truhe. Kohle pro Stack 50... Ey, ich krieg was. Wie cool ist das denn? Einfach hier so ein... Danke. Tsuyaki, Ehrenmann. Da muss ich ihm was zurückschenken, Freunde. Warte mal ganz kurz. So, ich habe mir gerade mal ein kleines Drachenei gecheatet, Freunde. Ich schenke ihm das... Oh, warte, er holt irgendwas raus. Wieso macht er den Eingang zu? Jetzt wird's ein bisschen gruselig. Will er mich töten? Hä? Warum? Ich wollte dir gerade das Drachenei schenken. Hä? Tsuyaki? Warum? Wieso hat er mich denn jetzt umgebracht da drin? Und mein Drachenei ist jetzt weg. Also das war ja noch mein Drachenei. Ich schenke es ihm doch nicht, wenn er mich tötet. Krieg ich es jetzt wieder? Er tötet mich wieder. Hä, was ist denn das für ein Typ da? Er hat mich wieder Leute, das sind mir immer Scammer hier. Warte mal ganz kurz. Ich frage den jetzt einfach mal. Tsuyaki. Also, wieso behältst du jetzt mein Drachenei? Also darauf möchte ich jetzt mal eine Antwort hier. Was das denn soll, Freunde? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil sonst ist das hier Scam und ihr wisst, was mit Scammern passiert, Freunde. Auf welchem Plot spielst du? Gib mein Drachenei. Das gibt's doch gar nicht hier. Übrigens, eine Sache. Es haben sich letztens viele beschwert, dass ich manche Scammer banne und manche nur Sachen lösche. Es funktioniert so, Freunde. Wenn jemand viel Geld hat oder eine teure IC, nehme ich zuerst diese Sachen weg. Danach nehme ich das Haus weg, falls das wertvoll ist. Und wenn ein Spieler nichts hat, also... Kein Inventar, was voll ist, kein Geld und kein Haus, dann erst banne ich den Spieler. Außer er ist besonders dreist, dann werde ich natürlich immer bannen. Warte, er schreibt jetzt A wieder. Was ist das denn für ein Typ, Mann? Gib doch jetzt mein Zeug. Also der zum Beispiel hätte zu wenig, den würde ich wahrscheinlich bannen, außer er hat in den Truhen was Krasses. Er schreibt, es tut mir leid. Wie? Wie? Ich gehe mal aufs Plot und gucke, ob ich wieder tötet hier. Gib bitte meine... Er schreibt, aber ich muss meine Family füttern. Okay, der ist zumindest lustig. Er gibt zu, dass er scammt, Freunde. Er schreibt aber Kopf hoch. Hä, hey, warum denn jetzt Kopf hoch? Warum? Meine Family verhungert jetzt. Oh, ist das gut. Er schreibt, gib mir 2000. Gut, Tsuyaki, dann pay ich jetzt mal 2000. Ich hoffe, du weißt, wenn du das jetzt auch einkassierst, dass du dann aber ganz kurz hier vorne 2 Wochen Band stehst. Also dann bist du wirklich ganz kurz davor, dass hier gar nichts mehr geht für dich auf dem Server. So, gib bitte jetzt... Er hat mich gebannt. Oh, das ist doch so, der ist doch so doof, der Tsuyaki. Warte mal ganz, wir wechseln mal kurz den Account, Freunde. TPO Tsuyaki, das gucken wir uns doch jetzt hier nochmal an. Ich gehe mal kurz aus... Obwohl, ich gehe nicht aus dem... Ich will noch mehr Scammer testen. Ich mache einfach mal /kill bei Tsuyaki. Ups, dann nehmen wir das Ganze doch mal mit. Ein Ultraschwert hat er hier am Start. Sehr schön, das ist jetzt unseres. 2 Dracheneier sogar, okay, das ist gut. Was hat er noch so hier? Ich gucke mich gerade mal ein bisschen um. Also, es gibt Eisen, das ist komplett leer. Gold ist auch leer. Karten, die braucht er gar nicht mehr, die Karte. Das Eisen ist nichts wert. Das ist auch nichts wert. Glas ist eigentlich auch nicht wertvoll. Was ist denn? Da ist er ja. Hallo. Ah, der, ich glaube, er will sich gerade Sachen safen. Lieber Tsuyaki, du brauchst hier gar nichts probieren. Dich bannen wir auf jeden Fall schon mal für 2 Wochen vom Server. Man sieht sich. Ah, ich nehme auch noch ein bisschen was aus seiner IC. Das kann eigentlich auch alles weg. Also, Freunde, der war für mich jetzt besonders dreist. Der kriegt einen Bann und der hat auch einfach keine wertvollen Sachen. Also hier gibt es jetzt nichts einzukassieren. Das ist wirklich alles nur wertloser Stuff. Also wirklich richtiger Müll. Damit kann man nichts machen. Deswegen würde ich sagen, obwohl der Beacon kann auch weg. So, das passt für mich. Slash Clear und Tsuyaki. Ich hoffe, du lernst was raus. Wir gehen jetzt weiter. Mal gucken, was heute noch so abgeht. Der Drift verkauft Dracheneier zur Tiefstpreisgarantie. Das klingt doch gut. Drift ED... Oh! Wo sind wir denn hier? Das ist ja eine richtig dicke Hütte, lieber Drift. Also das hier kann sich ja echt sehen lassen. Das ist ja richtig schick. Aber, ne, das ist ein anderer Spieler. Wo ist denn der Drift? Da vorne? Ja, ne, das ist eins Blue. Ist der überhaupt da, der Typ? Warte mal.
Also im Boden ist noch ein anderer Typ am Start. Da vorne war noch ein anderer Spieler. Wo ist denn hier der verdammte Eingang? Hier ist ein Loch im Fenster. Hier hat wohl einer eingebrochen. Und da ist... Hä? Okay. Chill, hier ist noch... Hey, hier sind so viele andere Spieler. Warte mal, ich schreibe mal dem Drift gerade mal. Ich will was... Oh, er ist da! Ich will was kaufen. Hallo Drift, ich würde gerne was kaufen. Wie teuer sind deine Eggs? Also ich bin mal gespannt, was jetzt wirklich Tiefstpreisgarantie heißt, weil Dracheneier sind, soweit ich weiß, so etwa 6.500 Dollar wert. Also relativ wertvoll. Bin ich mal sehr gespannt, wie teuer er die anbietet hier. Die kosten gerade 6.750 Dollar. Also mal gucken, was Tiefstpreisgarantie da jetzt heißt. Da ich der günstigste Preis bin, wie teuer war denn dein günstigster Preis, den du gesehen hast? Ja, da schreibe ich mal 6,3k. Mal gucken, ob er mir wirklich was Billigeres bietet. Er schreibt, okay, dann 6,2k. Das klingt erstmal gut, aber es klingt auch ein bisschen nach Scam. Vor allem hat der Typ keinen Rang. Das macht mich halt immer so ein bisschen stutzig, aber er hat halt ein krasses Haus. Also, das muss man schon mal sagen. Das Haus hier ist echt eine richtig... TNT im Haus. Ja, moin. Richtig schön hier mit TNT ausgeschmückt. Muss man auch drauf stehen. So, ich würde sagen, okay, Deal. Ich hoffe mal, er führt uns dann irgendwo hin, wo wir... traden können. Ah, ich glaube, oben gibt es ein bisschen Trading. Ist hier ein Trading-Raum? Ne, hier ist einfach gar nichts. Müssen wir nach ganz oben, oder was? Hier sind so richtig viel... Was ist das denn für ein System? Alter, okay. Das ist ja noch mehr von diesem System. Was hat der Typ denn bitte hier gebaut? Was ist das denn? Ah, alles klar, okay. So, wo ist der jetzt hin? Hallo? Ja gut, er ist weg. Super. Wo ist denn der jetzt hin? Ich will was kaufen, Mann. Hallo? Typ, wo bist du? Okay, anscheinend hat er noch einen... Warte mal, ist der hier getrustet? Der hat noch einen Mitspieler, den Joker, der... LOL, er hat's angezündet! Oh mein Gott! Nicht dein Ernst, oder? Warte mal, ich muss da schnell hier ein bisschen weg. Hat er das gerade ernsthaft angezündet? Aber das... Du, wow! Es fliegt hoch! Was ist denn jetzt los? Nein, 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 ich sterb hier! Ich muss weg! Nein, bitte, 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 bitte! Bitte flieg ich nicht hoch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich muss mich mal eben ein bisschen verstecken. Oh, man kann fliegen, zum Glück, okay. Was ist denn jetzt passiert hier gerade? Digga, die ganze Hütte ist gerade hochgeflogen. Alter! Joker, was ist denn hier los? Dieser Joker hat hier gerade alles hochgejagt. What? Der hat sein Haus gesprengt. Warum hat er sein Haus gesprengt? Er schreibt, ah, warum hast du dein Haus gesprengt? Er fragt mich jetzt, was wird das? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Warum hat er jetzt sein Haus gesprengt? Was für Haus gesprengt, schreibt er jetzt. Hä, warte, ich gehe jetzt mal zu dem Drift. Warte mal, ich... Wo ist denn der Drift? Kann ich mir... Warte mal, TPA Drift. Nee, das ist Dreimann. Zu Drift will ich jetzt. So, ich hole das Drachenei und was war hier los? Oh mein Gott, nein, wurde er gerade gegrieft? Wurde er gerade echt gegrieft? Der hat den Joker getrustet und der hat Explosion an. Oh nein. Oh nein, wenn man Explosion anhat, Freunde, da ist er nämlich auch schon hier. Dann kann man einfach alles sprengen. Ich schreibe den gerade mal. Drift. Drift, ich glaube, der Joker hat deine Hütte hochgesprengt. Er fragt mich jetzt, warum ich das mache. Also, ich habe damit jetzt nichts zu tun. Ich würde mal deinen Kumpel den Joker fragen, weil fremde Leute können nicht einfach sowas hochsprengen. Was hast du eigentlich da für eine Anlage noch? Das sieht ja fast schon aus wie eine Crashmaschine hier. Alter Schwede. Richtig das dicke Teil. Und es ist, glaube ich, ein Cobblestone-Generator. Also echt krass, jetzt schreibt er einen traurigen Smiley. Ja, Drift EDM. Ich frage mal folgendes, kann ich trotzdem das Drachenei kaufen? Der schreibt, der kann das gar nicht, doch du hast den getrustet. Ich frage mich, wie jemand mit so einem großen Haus das nicht wissen kann, dass wenn er Explosionen anhat und jemand trustet, dass der natürlich was sprengen kann. Das ist ja klar, weil ich meine, der ist ja sein Freund. Also Trust heißt ja, dass die quasi Freunde sind. Das ist natürlich jetzt hier also weniger gut für den Typen. Das ist sogar eher ziemlich schlecht. Der hat gebaut. Ja, und ist dann gesprengt. Ja. Hab ihm dafür 50k gegeben. Hat dieser Joker sich ernsthaft als Bilder ausgegeben? Wo ist denn der eigentlich hin? Ich sehe den gerade gar nicht mehr. Da hieß doch irgendwie irgendwas mit Joker. Irgendwas mit G und Joker. Wie hieß der denn nochmal? Joker? Okay, der heißt BLG Joker. Da gucke ich mir doch mal ganz kurz um. Was macht der denn gerade hier? Ich zeige euch das mal eben. Der BLG Joker ist nämlich hier gerade unterwegs. Mit TNT noch am Start. Der hat es noch dabei. Warte, ich guck mal gerade in seinen Inf rein. BLG Joker hat noch sogar einen TNT-Block hier am Start. Sehr schön. Ich nehme es da gerade alles weg. Hat der ein Haus eigentlich? Warte mal. Er hat ein Haus, lol.
Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Hat der ein zweites? Nein, der hat nur ein Haus. Oh Gott. Ey, das ist so typisch. Weißt du, dieser BLG-Joker hat jetzt hier gerade ein richtig geiles Haus weggegrieft. Wir waren live dabei. Und das ist seine Hütte. Guck dir das mal an hier. Das ist seine Hütte, Leute. Da ist ja nichts mehr was drin. POE-Set. Das ist Müll. Das kann auf den Misthaufen. Was ein Dreck. Joker, weißt du was? Du hast ja auch 2 Wochen Bann eingehandelt hier. So, ich guck später noch, ob du noch was im Infos hast. Für die Aktion bist du weg. Weil wir haben das ganz klar gesehen, dass der Scheiße gemacht hat. Der, das hat sich ausgespielt für den. Der ist auf jeden Fall erstmal gebannt, der scheiß Griefer. Was macht denn eigentlich der Typ gerade? Also ich hoffe, er sieht das Video irgendwann und hat ein bisschen Genugtuung, dass zumindest der Griefer gebannt wurde. Er baut es wieder auf. Oh Gott, Leute. Er baut es wirklich wieder auf hier, alles händisch. Boah, der tut mir richtig leid, Freunde. Ich würde gerne testen, ob es ein Scammer ist, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der nicht scammt. Auch wenn ich habe so ein, also ich bin immer skeptisch bei neuen Spielern, wisst ihr, aber der hat ja echt ein geiles Haus und der hat sogar gemerged, sehe ich gerade. Alter. Oder er verkauft sogar das Drachenei oder was? Warte mal. Also Deal? Warte, ich habe mich gerade noch gefragt, ob er das Drachenei vielleicht verkauft. Ich pay dem einfach mal Geld, Freunde. Wisst ihr was, wenn der Drift jetzt nicht scammt hier, dann ihr wisst ja, wie ich drauf bin, wenn jemand nicht scammt. Also wenn jemand einfach ehrlich ist, er schreibt, er braucht eh Geld. So, ich habe es mal direkt gegeben hier. Mal gucken, ob der nicht scammt, weil dann kriegt er eine kleine Belohnung. Ja, nice. Okay, Drift, du bist ein echter Ehrenmann. Ey, finde ich echt nicht cool, dass du jetzt hier gegrieft wurdest, aber da kann man echt nicht viel machen. Wir machen mal gerade Folgendes hier. So, ich weiß, dass das hier natürlich nicht den Riesenverlust vom Haus aufwertet, aber zumindest kann er sich dann neues Baumaterial kaufen. Ich gebe dir, warte mal, Drift, ich schreibe mal, komm mal her. Der soll mal zu mir kommen, warte mal, ich habe nämlich gerade einen Spawner. So, hier einmal der Spawner, einmal das Drachenei und natürlich noch mein ganzes Geld. Weil ich finde, du hast es verdient. Ich finde auch eigentlich deine Tiefstpreisgarantie war eigentlich ziemlich ehrenwert gerade. Dann schreibe ich ihm mal für deine ehrlichen Dienste. So, und ich mache es mal Folgendes. Ich wechsle nochmal ganz kurz hier auf den Abga-Account. Vielleicht kann ich ja ein bisschen was retten. Also ich weiß, so ein Haus wieder aufzubauen, das wird jetzt ihm wahrscheinlich einige Stunden kosten. Aber ich versuche mal so ein bisschen, kann ich vielleicht ein bisschen was retten hier vorne? Wenn ich hier vielleicht mal so ein bisschen Holz hinmache schon mal. So eine kleine Etage Holz. Was könnten wir noch machen, um das hier ein bisschen... Also tut mir wirklich leid, dass der jetzt hier gegrieft wurde. Leute, ehrlich, also wenn jemand dem helfen möchte, ne, dann spendet ihm doch einfach was auf dem City Build oder so. Das wäre echt eine Ehrenaktion von euch. Finde ich gerade richtig gemein. Ich setze jetzt hier auch nochmal ein bisschen was hin. So, Set 5. Das hilft ein bisschen. Bei der Fassade. Warte, ich mache mal Folgendes. Ich kann jetzt hier nicht alles aufbauen. Das muss er selber machen. Aber ich kann ihm zumindest mal ein bisschen was cheaten hier. Ich cheate ihm mal ein bisschen Lapis, das kann er sicherlich sehr gut verbauen hier vorne, das ist ja auch teuer. Dann ein bisschen Quarz, das können wir nochmal machen, hier einfach mal noch ein bisschen was rein in die Truhe, so zack, zack, zack. Ich glaube, dann kann er nämlich auch mit dem, was er vom Spawner dann hat, also wenn er einen Spawner verkauft, kann er sich nochmal dick Baumaterial kaufen. Bisschen Glas kriegt er noch von mir. Ich glaube, mit der Truhe kann er zumindest dann schon mal die Wände wieder richtig aufbauen, also dass es hier nicht komplett blöd aussieht. Aber es wird trotzdem Haufen Arbeit hier, lieber Drift. So. Viel Spaß damit, lieber Drift. Ich hoffe echt, du spielst weiter auf dem Server. Du bist ein Ehrenmann. Leute, für dich brauchen wir hier. Ich würde auch sagen, das ist das Ende der Folge. Wenn ihr ihm helfen wollt, macht es gerne, Freunde. Jetzt noch einen sehr, sehr, sehr schönen Tag. Haut rein. Denkt bitte auch an einen Daumen nach oben. Bis dann und tschüss.